willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück, ne? Wo wir jetzt gegen diesen Salahammer kämpfen. Klingt interessant, das Vieh. Ich brauche sowieso hier nur Wasser, deswegen kann Kai jetzt endlich mal mitkämpfen. Rettung. Verleiht den ganzen Team Regeneration und Ruhm. Ich mache erstmal Geschicklichkeit. Und natürlich den Segen für Sunny. So, alle sind gegen Wasser schwach und ich habe mir den Goblin schon angeguckt, was der auf der Map für eine Fähigkeit hat. Und die ist eigentlich recht praktisch. Nämlich zerschmettern kann der. Das ist wie Tackle, nur dass er Diamant zerstören kann. Das heißt, er ist so gesehen eine bessere Version von Dave. Entschuldigung. Habe jetzt erstmal gewartet, bis hier ausgeklingelt hat. Während meinen Aufnahmesessions gehe ich selten ans Telefon. Die sind alle gegen Wasser schwach. Säuresturm. Und der Salahammer, der kriegt gerade auch am meisten ab. So, Eissturm. Vielleicht kriegt der glücklicherweise Frost. Okay. Wenn ich mehrere treffe, macht das ja nochmal extra Schaden durch die eine Fähigkeit. Au. Da kommt die Lavawelle, das ist die Antwort. Dann wieder mal Eissturm. Jawohl, eine Art Frost bekommen. Den Säuresturm natürlich. Kombo ohne Ende. Und mit der Kanone kann ich jetzt den Salahammer weghauen. Und hier überspringe ich jetzt, weil die Goblins, die kennen wir schon. Und die Goblins sind tot. Ich habe ein Salahammer-Ei bekommen. Und Yannick hat ein Level-Up. Skills. Kombo-Heilung. Du bist mein Healer, Yannick. Du bist nicht für den Kampf gedacht. Und ich habe von dem Salahammer direkt ein Ei gekriegt. So, erstmal gucken. Im Kampf könntest du nützlich sein. Funkenregen. Das ist ein reiner Feuerkämpfer. Der bringt mir hier einen feuchten Dreck. Das Schmieden, das war jetzt auch nicht so stark. Weil, dass er safe verbrennen kann, das ist wieder was Praktisches. Seine Buffs sind minderwertig. Ist er außerhalb gut? Ich würde ihn auf jeden Fall eher behalten als den Goblin. Wäre dann ein besserer Dave so gesehen. Also du wirst der neue Dave. Dann verteile ich eben kurz Skillpunkte für den Pfeil der Fälle. Also die Buffs, die hole ich dem bestimmt nicht, weil die sind nicht so das Wahre. Obwohl, automatische Heilung. Automatische Heilung klingt gut. Und heilende Buffs. So, Erdbeben kriegst du auf jeden Fall. Schmieden kriegst du nicht. Magietreffer, Manaflut, Angriffstreffer. Und diese Buffladungen, die finde ich generell, sind immer mega krass. Habe ich irgendwas mit diesen Schaltern gemacht? Okay, damit mache ich den hier weg.
Der macht dort einen weg. Und hier hinten war auch noch ein Schalter, der macht da oben wahrscheinlich einen weg. Und das habe ich für 2 Stahl gemacht. So, was finden wir hier oben? Ein Grasgrünjuwel. Ich kann hier weiter nach oben und habe hier offenbar einen Weg ins Altwaldgebiet. Falls ich hier mal hin will, warum auch immer. Und hier ist der Teleportstein. Muss kurz was machen. So, jetzt habe ich mal hier den alten Dave und den Goblin weggegeben und das ist der neue Dave. Was ist das für ein Stein? Sieh dir dieses alte Steinmonument an. Es wirkt bedeutend, findest du nicht? Es ist voller Symbole. Vielleicht sind das Wörter einer uralten Sprache. Ich vermute, was wir hier vor uns sehen, ist ein Runenstein. Das würde bedeuten, dass ihm eine magische Kraft innewohnt. Wenn wir diese Kraft freisetzen könnten, könnte sich uns ein neuer Weg eröffnen. Wir brauchen allerdings jemand Belesenderen, um diese Runen zu entziffern. Vielleicht kann Will uns helfen. Er sollte in der Bibliothek in der Festung der Hüter sein, östlich von... Ja. Einmal Will holen. Ich muss aber noch was anderes machen. Ich habe nämlich einen Schubstein gerade eben bekommen, als ich die Viecher weggegeben habe. Und jetzt hätte ich gerne eigentlich Holy's Honey erstmal. So. Das Honey ist heilig geworden. Jetzt kann ich ihm noch eine Sache ausrüsten. Was geben wir dir denn? Könnt ihr den Umhang geben? Dann macht er jetzt mehr Crit. So, wir müssen eh einmal zurück und Will holen. Will müsste dort drüben sein. Hey, was machst du hier? Gönnst du dir eine Pause vom Abenteuerleben? Wir haben eine Frage an dich, Will. Weißt du irgendwas über Runensteine? Runensteine? Nicht viel, fürchte ich. Aber ich glaube, ich habe da genau das richtige Buch für euch. Einen Moment. Will wir ja helfen? Ich hab's. Hier ist es. Ich muss euch aber warnen. Es ist ziemlich kompliziert, diese Runen zu entziffern. Das passt schon. Du kannst mit uns kommen. Ist die einfachste Lösung. Ich? Mitkommen? Wo genau ist denn eigentlich dieser Runenstein? Oh, in der Magma-Kammer. Aber die ist ganz in der Nähe des Teleportationssteins da. Keine Sorge, dir wird nichts passieren. Na gut, wenn du das sagst. Um ehrlich zu sein, es ist ziemlich aufregend, die Möglichkeit zu haben, einen echten Runenstein zu studieren. Ich mache mich direkt auf den Weg. Wir sehen uns dann am Runenstein. Okay. Sieh ihn dir an. Anscheinend hat er sowas wie das hier gebraucht. Würde ich auch sagen, das hat er dringend gebraucht. So, er entziffert jetzt den Runenstein. Er hat eine Raupe dabei. Eine Dunkelraupe. Oh, habe ich gar nicht bemerkt. Oha, das ist ein echter Runenstein. Wow. Tut mir leid, ich war wieder in Gedanken. Ich glaube, ich habe das mit den Runen schon raus. Aber da fehlt ein ziemlich wichtiges Stück. Da genau in der Mitte, siehst du? Also die Runen am Rand sind nur ein Epos. Eine im Reim erzählte Geschichte über einen Helden namens Siegfried. Aber die Runen in der Mitte, das sind die, die wir brauchen, um den Zauber des Runensteins freizuschalten. Es kommt mir so vor, als hätte jemand diesen Teil des Runensteins absichtlich entfernt, damit man ihn nicht benutzen kann. Ohne das fehlende Stück können wir die Macht des Runensteins auf keinen Fall freischalten. Ich habe das Gefühl, dass der Runensplitter irgendwo hier ist. Suchen wir ihn. Okay, Splittersuche. Monster.
Monster tot. Glühfliegenei schon wieder. Ich habe das Gefühl, das wird eine lange Erkundungstour. Und noch mehr Monster. Ot. Und noch ein helles Goblin-Hauer-Ei, das ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ist dahinter noch ein Gebiet? Weil da ist wieder so eine Abkürzung, die man freischalten kann. Oh, hier. Endlich ist er nützlich. Also er kann halt auch die Wände einreißen. Nur ein bisschen gezielter. Das war so ein Problem an diesem Tackle-Angriff. Du musstest auf derselben Höhe stehen. Das war nervig. Okay, da muss ich auch von links kommen. Das wird wirklich eine lange Erkundung. So, gucken. Nach unten. Okay, ich brauche hier die Katze. Sonst würde ich hier nichts sehen. Und das nur für eine Kiste. Wo Silber drin war. Etwas, was ich überhaupt nicht wirklich gebrauchen kann zurzeit. Wenn, schenkt mir die Schubsteine. Okay, dann mal weiter. Jetzt geht's hier nach unten. Und hier kann ich auch nicht weiter. Das heißt, nochmal weiter nach links. So, den Weg habe ich euch mal erspart. Ich muss nämlich den ganzen Weg zurück. Ich denke mal, dass ich nicht da reinfallen darf. Magma-Schleim, den kennen wir noch nicht. Entschuldigung, Lava-Blob. Und die Sala-Hammer, die kam auch nicht wirklich zum Kampf. Also, war nicht in der Lage, wirklich anzugreifen. So, Lebenskanalisierung als allererstes. Ich hau immer zuerst die Buffs raus. Weil besser auf Höchstleistung den ganzen Kampf über als erstes mitten im Kampf. So, Säuresturm. Ich habe einem Lava-Monster einer Verbrennung zugefügt. Also der Lava-Blob ist höchstwahrscheinlich immun dagegen. Die Sala-Hammer, das sind Feuerviecher. Die sehen so aus wie kleine Teufel. Warte mal, das kann man sich ja sogar noch mal ein bisschen besser angucken. Da, die sehen wirklich so aus wie kleine Teufel. Das finde ich wohl witzig. Also, die haben sich mit den Viechern echt Mühe gegeben. So, Säuresturm. Eissturm. Ja, einer hat Frost bekommen. Und noch ein Säuresturm. Lass ihn erst in der nächsten Runde heilen. Verkapseln. Oh, irre gute Heilung plus Schild. Von den Blobs gibt es aber auch so viele Versionen. So, Heilung immer als erstes. Danach Zip, weil er haut den Schaden raus. Obwohl ich mache erst Eissturm, weil Zip muss jetzt mal wirklich ein bisschen raushauen. So, vernichte sie! Ist aber halt leider wirklich nur so ein Gruppenzerstörer bei mir. Also ich habe den 0 auf Einzel gemacht. So, ist jetzt ja eigentlich egal, wer den Finish... Ach, jetzt kriegst du Frost. Na, Verblob-Ei. Kann mir überdenken, was der kann. Also braucht ihn jetzt nicht. Der wäre höchstwahrscheinlich unnütz. So, du brauchst ein bisschen mehr Power. Das habe ich schon gesehen. Ich will da mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht reinfallen. Das wäre schmerzhaft.
Dafür brauche ich kein Wissenschaftler sein, um das zu wissen. Ein Runensteinsplitter. Wahrscheinlich brauche ich aber mehrere. Und das überspringe ich. Und sie sind tot. Ein Draco-Jung-Ei. Ich habe ein Ei von den Drachen erhalten. So, du kriegst jetzt erstmal Feuerverbundenheit. Draco-Jung öffnen. Ich habe gesehen, dass er noch eine Fähigkeit hatte. Ich nenne ihn erstmal Drago. Ich habe nämlich aus Versehen den Namen weggemacht. Im Kampf ist er höchstwahrscheinlich unnütz. Okay, da kann er ihn auch noch fliegen lassen. Hier will ich von rechts irgendwie hin. Nicht in die Lava. Ich hatte recht, ich darf nicht in die Lava fallen. Das ist schmerzhaft. Okay, ich will dann links noch runter gucken. Oh, eine Dark-Version von der Glühfliege. So, die dunkle Glühfliege war nicht so besonders. Die hatte offenbar den Buff, dass die die ganze Zeit Schilde kriegt, wenn sie angreift. Ein Vagabund. Oh, hallo. Lass dich von mir nicht stören. Ich grübel nur über diese seltsamen Statuen nach. Die sehen noch genauso aus wie diese Blob-Kreaturen, die über in der Zuflucht herumhüpfen, nicht? Aber warum sollte jemand Statuen von ihnen errichten? Du hast solche Statuen doch bestimmt auch schon in anderen Teilen der Zuflucht gesehen, oder? Stell dir vor, niemand hat die geringste Ahnung, wozu die da sind. Wenn du mich fragst, an der ganzen Sache ist doch was faul. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich es ganz untersuchen und mich in der Zuflucht umhören. Es muss doch irgendwo einen cleveren Bewohner geben, der sich mit diesen Blob-Dingern auskennt. Ich weiß, im Wette der alte Buran, der Blob-Power, kann uns mehr darüber sagen. Wir sollten ihn bei Gelegenheit besuchen und ausfragen. Ja, ich lasse dich und deinen entsprechenden Hund dem nachgehen. Viel Glück. Okay. Mir sagt die Karte außerdem, dass man hier die Wand einreißen kann. Oder auch nicht. So, Leute, wir sind jetzt eigentlich knapp bei Will. Ich habe unterwegs noch ein paar Skillpunkte wieder rausgeholt. Ich gebe ihnen jetzt hier mal Prügel, damit die besser ist, damit ich auch demnächst den Luftschlag habe. Weil das ist, glaube ich, ein ziemlich starker Einzelangriff. Yannick ist ja wohl klar, der kriegt wieder hier Combo-Heilung, damit seine Heilung noch stärker wird. Sunny. Bin ich mir mittlerweile halt immer unsicher, was ich ihm geben soll. Ich könnte ihm Sturm geben, damit er einen besseren Mehrfachangriff hat. Momentan brauche ich halt die Eisfähigkeiten alle. Ich mache die Eisspeere stärker. Weil das ist das Sinnvollste, was ich hier gerade machen kann. Und du kriegst endlich Kaskade. Dann machen deine Angriffe jedes Mal mehr Schaden. So. Dann stelle ich mich jetzt hier zu Will. Und beende hier den Part. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.